Ja, dass körperlich behinderte Menschen überall Zugang haben und eben einfach die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben wie Leute, die eben nicht körperlich behindert sind. Dass ich mit einem Rollstuhl überall hinkomme. Ja, dass zum Beispiel Hörsäle zugänglich sind auch für Rollstuhlfahrer und so. Oder auch alles ein bisschen tiefer für kleinere Leute. Natürlich auch wichtig, dass irgendwelche blinden Leute, dass es da wahrscheinlich auch irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass sie sich besser zurechtfinden. Ja, dass Menschen mit Handicaps oder Behinderungen quasi alle Räumlichkeiten erreichen können ohne Probleme. Für mich bedeutet es einfach, dass jeder einen Zugang haben sollte, eben hier auch zu den Lehreinrichtungen, egal ob man jetzt, keine Ahnung, gesund ist oder im Rollstuhl sitzt oder sonst wie irgendwelche Behinderungen oder Einschränkungen hat. Ja, ich finde das System von Vorlesungen aufzunehmen und halt eine Videovorlesung zu haben sehr sinnvoll. Das ist halt gerade für Leute, die, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine körperliche Behinderung hätte, würde ich das schon verstehen, wenn ich eine Vorlesung am Tag habe und mein Uniweg halt relativ aufwendig ist, dann eben nicht in die Uni zu gehen. Und es wäre dann schon von Vorteil zu sagen, okay, ich kann die Vorlesung halt eben auch daheim anschauen.